Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem kurzen News-Video. Und zwar geht's heute um Planet Zoo. Es ist endlich ein weiteres Update rausgekommen für das Spiel. Ich habe schon lange darauf gewartet, weil das letzte DLC und Update sehr, sehr viele Probleme mit sich gebracht haben. Und jetzt bekommen wir endlich Abhilfe durch das Update 1.43. Das ist nämlich jetzt verfügbar und das ändert sehr, sehr viele Sachen und kümmert sich um sehr viele Probleme, die wir bisher hatten. Und das möchte ich in diesem Video mal kurz mit euch durchgehen. Also hier steht schon drin, das Update enthält viele Bugfixes und ein bisschen neuer Content kommt auch dazu. Aber in erster Linie geht es natürlich um Bugfixes. Ich habe mir gerade schon mal alles durchgelesen. Wir gehen das jetzt alles aber nochmal gemeinsam kurz durch. Als allererstes wird sich um ein Problem gekümmert, was wir alle sicherlich hatten. Denn es gab immer ein Problem mit Tieren, die dann einfach in der Luft stecken geblieben sind. Falls ihr euch noch erinnern könnt, zum Beispiel meine Pinguine, die sind ja auch dann einfach so beim Tauchen in der Luft stecken geblieben und sind dann so in der Luft geschwebt. Ich denke mal, das ist damit gemeint, dass die Tiere einfach beim Tauchen oder Schwimmen stecken bleiben und das wurde halt ein bisschen gelöst, das Problem. Finde ich sehr, sehr gut, weil dann kann ich jetzt auch wieder in meinem Pinguingehege den Feeder wieder anschmeißen und hoffen, dass das Ganze funktioniert. Als nächstes wurde direkt ein Problem behoben, was wir auch alle hatten, denn Tiere sind beim Tauchen einfach aus dem Gehege entkommen. Ich hatte es zum Beispiel dann teilweise so, dass die Tiere getaucht sind und dann einfach auf dem Rasen außerhalb des Geheges weitergetaucht sind oder sowas und dann sind die halt entkommen. Auch ein sehr nerviges Problem ist jetzt hoffentlich auch gelöst. Der nächste Punkt ist, dass die Tiere jetzt einen interessanteren Weg haben, den sie tauchen, weil die Tiere entwickeln ja so einen Rundkurs, den sie entlang tauchen und der soll jetzt ein bisschen mehr variieren. Das heißt, es wird alles ein bisschen interessanter, wenn die dann unter Wasser tauchen und dann tauchen die nicht immer dieselbe Strecke. Dann kommt eine Performance-Verbesserung, denn es war halt so, dass die Tiere über Zeit, wenn sie länger in dem Gehege getaucht sind, bestimmte Wege sich halt entwickelt haben und die immer mehr ausgeprägt wurden und dann sind die besser getaucht und mehr Strecken getaucht. Und durch diesen Prozess, dass die immer mehr Wege für sich entdeckt haben, ist halt die Performance schlechter geworden und das wurde jetzt auch ein bisschen verbessert. Dann wurden für die folgenden 5 Tiere, die Biom-Vorliebe, Vorliebe auf diesen Anzeigetafeln, diese Bildschirme halt, wurden angepasst, weil die waren wohl noch falsch. Da haben wir einmal als Biom-Vorliebe Desert, also Wüste, für den African Wild Dog, für den Gepard und für den Strauß. Damit ist halt dieses kleine Symbol hier gemeint. Es wurde auf allen 3 Schildern angepasst für die Tiere. Und das Ganze wurde dann auch mit dem Biom Tiger, bei dem Panda und bei dem Schwarzbären gemacht. Was ihr hier nochmal sehen könnt, das ist das kleine Symbol. Das wurde bei den beiden hinzugefügt. Dann wurde auch das Bild von dem Kapuzineräffchen geändert auf diesem Fernseher, der halt die Leute informiert. Da hat sich nämlich der Bedrohungsstatus geändert, laut der IUCN. Das ist irgendeine Organisation, die das halt bestimmt, wie bedroht Tierarten sind. Hier seht ihr das Ganze nochmal im Zoopedia. Hier ist halt jetzt der Status auf gelb gefährdet und der war vorher hier bei potenziell gefährdet. Der wurde halt geändert und das Ganze, ich weiß gar nicht, ob das schon vorher angepasst war. Weil in den Patch Notes steht nur, dass das hier auf diesem Board angepasst wurde. Weil hier ist der jetzt auch bei dem gelben. Als nächstes wurden einige Bauteile, die nicht angezeigt wurden, wenn man als Filter das Aquatic-Thema ausgewählt hatte. Die wurden nicht angezeigt und das wurde jetzt auch gefixt, dass die auch angezeigt werden. Das sind diese 6 Teile. Leider auf Englisch, aber ich würde sagen, wir schauen uns die jetzt mal in-game eben an. Die solltet ihr eigentlich alle kennen. Die wurden halt nur nicht angezeigt, wenn man hier unten auf Natur gegangen ist und dann gefiltert hat nach Design und Aquatisch. Und dort waren die dann nicht gelistet. Das wurde jetzt behoben und jetzt sind die auch hier in der Liste vorhanden. Ich werde jetzt auch die nächsten Punkte so ein bisschen schneller durchgehen und auch die Sachen so ein bisschen überspringen, die ich für nicht ganz so wichtig erhalte, weil die Liste ist sehr lang. Und wir wollen halt vorankommen. Der nächste Punkt ist, dass der große bzw. der Riesenotter jetzt auch dieses Schlammbad gelistet bekommen hat. Also das kann der dann auch benutzen. Konnte der wahrscheinlich schon vorher benutzen, wurde wahrscheinlich nur nicht als Spielzeug für den angezeigt. Dann gab es hier ein Render-Problem mit den
gefrorenen Kürbissen und sowas. Das ist aber nicht so wichtig für uns. Diesen Punkt hier verstehe ich ehrlich gesagt gar nicht genau. Aber ist wahrscheinlich auch nicht so wichtig. Der nächste Punkt ist auch nicht so wichtig. Es hat irgendwas mit den Kisten oder sowas zu tun. Dann kommt wieder ein interessanter Punkt für uns. Denn es ist jetzt so, dass die Tiere ja nicht mehr mit der Umgebung so kollidieren. Ich hatte es ja teilweise so, dass die Tiere in den Boden hineingetaucht sind. Und das sah nicht ganz so schön aus. Das sollte hiermit hoffentlich auch behoben sein. Dann ist hier wieder was mit den Animal Boxes. Ist auch nicht so wichtig. Und jetzt kommt wieder ein sehr, sehr interessanter Punkt. Denn es ist jetzt möglich, Wege näher an Wasser oder an den Wasserrand zu platzieren. Sogar wenn das Wasser direkt hier gegen eine Barriere stößt. Das ist richtig, richtig gut. Damit können wir viel, viel leichter und besser so Unterwasseransichten und sowas bauen. Richtig nice, finde ich cool. Dann ist in bestimmten Animationen das Auge von dem weiblichen Otter komplett weiß geworden. Das wurde auch gefixt. Der nächste Punkt ist auch wieder sehr, sehr uninteressant. Da wurde wieder nur ein Bug behoben. Und jetzt kommt wieder ein interessanter Punkt, über den ich mich sehr freue. Denn es wurde endlich die Auflösung von dem Unterwasserfutterspender geändert. Ihr kennt ja diese Pixelfische, die waren ja schrecklich. Das hat mich immer gestört. Und endlich wurden diese schärfer gestellt. Und ich würde sagen, das gucken wir uns jetzt auch mal eben in-game an. Und ihr seht, die sind nicht mehr ganz so pixelig. Könnten natürlich trotzdem ein bisschen schöner aussehen. Aber wenn wir jetzt näher ranzoomen, verschwinden die auch. Naja, es ist auf jeden Fall eine Verbesserung. Es ist nicht ganz perfekt, aber es ist viel, viel besser als vorher. Weil diesen Pixelbrei, den konnte man sich echt nicht geben. Und wenn man jetzt so von hier guckt, sieht das Ganze doch schon sehr viel besser aus. Als nächstes haben wir ein Problem, was gefixt wurde, wo irgendwelche Tiere halt stecken geblieben sind. Und dann wurde das Wort Bär aus dem Koala-Zoopedia-Eintrag gelöscht. Okay, auch nicht so interessant. Dann kommen wir zum nächsten Punkt, nämlich die Mitarbeiter. Hier geht es in erster Linie um diese Animal Talks, also diese Leute, die halt diese Rede halten vor den Gehegen. Und diese Reden werden halt enden, falls irgendein entkommenes Tier in die Nähe kommen sollte und eine Bedrohung besteht. Und diese Rede wird jetzt auch abgebrochen, wenn der Zoo schließt. Der nächste Punkt sind diese platzierbaren Objekte. Die sind eigentlich alle gar nicht so spannend. Das sind alles nur irgendwelche Bugfixes. Hier wurde zum Beispiel auch noch hinzugefügt, dass bei diesen Wasserfällen aus dem Aquatic Pack die Höhe jetzt angegeben wird. Und ansonsten sind hier einfach nur irgendwelche Bugfixes, dass irgendeine Farbe nicht angenommen wurde oder irgendwelche Performance-Probleme dadurch aufgetreten sind. Und mehr ist das eigentlich nicht. Der nächste Punkt sind so Mitarbeitereinrichtungen. Da wurden auch einige Fixes vorgenommen. Ich weiß nicht genau, was damit gemeint ist, wenn ich ehrlich bin. Irgendein Symbol hier unten. Und hier oben wurde irgendwie der Wassertemperaturregler gefixt. Das Problem ist so ein bisschen dabei, dass ich immer nur Sandbox spiele und deswegen diese ganzen Sachen gar nicht benutze. Deswegen verstehe ich wahrscheinlich gar nicht, was da geändert wurde. Wird aber vermutlich auch nicht so wichtig sein. Als nächstes haben wir einmal das User Interface hier. Das heißt, das sind alles die Sachen, die wir auf dem Bildschirm sehen, diese ganzen Knöpfe und sowas. Da wurden auch etliche Sachen angepasst und gefixt. Die müssen wir jetzt, denke ich mal, auch nicht alle durchgehen. Dann gibt es hier noch irgendwelche Localization Fixes. Ich weiß nicht genau, was damit gemeint ist, steht aber auch nicht wirklich bei. Wird wahrscheinlich dann nicht so wichtig sein. Und dann gab es noch wieder einige Performance Updates, was sehr, sehr gut ist. Also dass das Game nicht so viel crasht und auch stabiler läuft. Und auch die Performance wurde verbessert und optimiert. Das können wir natürlich immer gebrauchen, weil wir wissen ja alle, Planet Zoo hat nicht die allerbeste Performance. Aber ich freue mich sehr über dieses Update. Es hat viele, viele Probleme behoben, die mich sehr gestört haben. Ich hoffe, dieses kurze Video hat euch gut informiert. Falls ja, würde ich mich über ein Däumchen freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.